Fiat König. Auch in Halle, Leipzig und Taucher. Eure Michaela Schäfer. Also die leichte Müdigkeit heute Morgen könnte durchaus vom Blue Moon kommen, Vollmond, zweiter im August und sehr, sehr groß, wenn wir ihn sehen. Ja. Aber wir machen sie ja wach mit Radio Brocken und der besten Musik für Sachsen-Anhalt und eigentlich einem ganz schönen Wetter heute mit Wolken, Sonne. Ja, naja, Schauer, Gewitter sind mit dabei, aber mein Gott, 12 Grad in Bräunrode, so, bei Hettstedt, Wittenberg aktuell 13 Grad, bis 20 werden es heute. Radio Brocken aktuell. Nachrichten für Sachsen-Anhalt. Es ist 6 Uhr. Ich bin Dirk Rosenberg. Guten Morgen. Der schwere Unfall auf der A2 von vorgestern wirkt noch nach. Die Autobahn ist bei Burg in Fahrtrichtung Hannover auch nach den Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Und das voraussichtlich noch bis Samstag. Heute im Lauf des Tages wird der Unfallort genau begutachtet. Es geht darum, wie stark die Fahrbahndecke beschädigt ist und ob da eventuell Giftstoffe im Boden sind. Erst dann ist klar, inwieweit die Autobahn saniert werden muss. In Richtung Berlin ist die Autobahn seit dem Abend wieder frei. Steuererleichterungen für Unternehmen und Maßnahmen zum Bürokratieabbau, das sind zwei Punkte, auf die sich die Ampelkoalition auf ihrer Klausur in Meseberg geeinigt hat. Die Grünen-Führung will aber mehr. Die Maßnahmen für die Wirtschaft reichen in der aktuellen Lage nicht aus, heißt es in einem Beschlussentwurf, über den die SZ berichtet. Demnach machen die Grünen insbesondere Druck beim durch steuerliche Zuschüsse reduzierten Strompreis für die Industrie. In Sachsen-Anhalt liegt die Inflation inzwischen unter dem Bundesdurchschnitt. Das heißt, bei uns steigen die Preise nicht mehr ganz so rasant an wie in anderen Bundesländern. Das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges meldet das Statistische Landesamt wieder eine Inflationsrate von unter 6%, nämlich bei genau 5,8%. Die größten Preistreiber bleiben weiterhin Lebensmittel und Energie. Der Hurricane Idalia hat in der Nacht die Südostküste der USA getroffen. Der Sturm traf auf die Küste von Florida und hat dort auch für Verwüstungen gesorgt. Todesfälle wurden jetzt zunächst noch nicht gemeldet. Die Katastrophenschutzbehörde sagt aber auch, es ist noch viel zu früh, um die Sturmschäden einzuschätzen. Inzwischen zieht der Sturm weiter ins Landesinnere der USA und hat sich auch schon etwas abgeschwächt. Und das ist die gute Nachricht aus Sachsen-Anhalt. Als eines der letzten Bundesländer sollen auch in Sachsen-Anhalt Stadttauben nicht mehr als Schädlinge gelten. Damit können die Städte und Gemeinden betreute Taubenhäuser einrichten und die Tiere dann auch versorgen. Und damit können sie die Population kontrollieren und die Verschmutzung begrenzen. Jetzt ist es 6:02 und Sie sind auf dem aktuellsten Stand. Besser ankommen. Die Radio Brocken Verkehrszentrale. Die A2 Richtung Hannover ist noch gesperrt zwischen Thesen und Burg Ost nach dem schweren LKW-Unfall. Bis Samstag sehr wahrscheinlich soll die Fahrbahn noch gesperrt bleiben und dann kann sie vielleicht wieder freigegeben werden. Unser Umleitungstipp: ab Ziesa über Loburg und Möckern, dann weiter über die B246A und Schönebeck bis zur A14 und im Kreuz Magdeburg geht's zurück auf die A2. Das wird sie zumindest Geduld kosten. Geblitzt werden sie auf der A2 Richtung Berlin bei Burg Ost, A38 Richtung Leipzig bei Lützen, B1 in Gerbisch Richtung Magdeburg und Halle-Dessauer Straße, beide Richtungen am Sportplatz. Sie melden Staus und Blitzer kostenlos unter 08052 58 52. Gute Fahrt. Die Radio Brocken Morgenshow. Unser Team für Sachsen-Anhalt. Ein neuer Tag macht Ihnen so langsam die Augen auf. Ja. Donnerstagmorgen mit Amrei Gericke, Thilo Lieb, der Nachrichtenchef Dirk Rosenberg. Guten Morgen. Aber der Radiobrocken-Vereinstausi, der strahlt ja schon mal übers ganze Gesicht und freut sich auf Sie. Jeden Tag gibt es die 1000 Euro für einen Verein bei uns im Land. Für neue Tanzschuhe, nicht wahr, Amrei? Zum Beispiel. Kann man immer brauchen. Trainingslager für die Kinder oder neue Dinge für Geräte, fürs Gerätehaus von der Feuerwehr. Sie melden bitte gerne auch Ihren Verein an. Ganz einfach über unsere kostenlose App oder auf radiobrocken.de. Und 7 stellen Sie die Lauscher auf und achten auf Ihren Vereinsnamen und hasten zum Telefon und all die Dinge, die dann kommen. Dazu die beste Musik für Sachsen-Anhalt. Auch für Ihre Lauscher natürlich. Gleich mit Gossip, Move in the Right Direction. Und Wolfsheim, Sparrows and the Nightingale. Bei Radio Brocken. How long have